Wenn die Credits jetzt eine Stunde gehen, gut, dann ist es auch heftig. Weil irgendwann weiß ich dann auch nicht mehr, was ich jetzt so groß erzählen soll. Weiß gar nicht, sind wir jetzt immer noch bei dem ukrainischen Ubisoft oder wo sind wir jetzt mittlerweile gerade gelandet? Muss auf jeden Fall da mal gucken. Was würde jetzt passieren? Ah, da läuft es einfach nur ein bisschen schneller. Okay, gut. Ich wollte nur wissen, ich wollte jetzt nicht das skippen. Weil ich habe gerade parallel mal nachgeguckt. Die Credits gehen fast eine Stunde. Deswegen, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht groß, was ich dazu noch alles erwähnen soll. Weil ich habe ja alles dann doch schon recht schnell und alles abgehandelt. Das ist immer so mein Problem tatsächlich, dass ich dann auch nicht weiß, was ich groß noch erzählen soll. Auf einer Seite, wie gesagt, hätte ich vielleicht mehr zu erzählen gehabt, wenn ich Valhalla vorher gespielt hätte, könnte ich mir zumindest denken. In gewisser Weise würde es mich dann doch nochmal interessieren, richtig jetzt mal mit Valhalla anzufangen. Aber ich glaube, ich Valhalla durch habe, oder wie gesagt, also Valhalla als Let's Play-Projekt würde, glaube ich, gar nicht in Frage kommen. Also diese ganzen riesengroßen Endlos-Spiele, sondern diese ganz, ganz großen, ich damit mal fertig bin, dafür geht auch viel zu viel Zeit. Kann ja mal parallel mal checken, wie viel denn Valhalla dauert alleine die Hauptgeschichte 61 Stunden. Das ist wäre eher mal was für so ein Livestream-Projekt und dann aus dem Livestream rausgeschnitten. Weil als Let's Play-Projekt, wenn man jetzt immer so über Wochen versetzt aufnimmt, ich glaube, irgendwann weiß man dann an einem Punkt auch nicht mehr, wann oder was, wo, wie geschehen ist. Außerdem muss ich sagen, glaube ich, ist so ein langes Projekt, dann müsste ich quasi zwei Projekte parallel machen. Weil wenn ich jetzt mich in ein so ein riesengroßes Projekt stürze, ne? Weiß ich jetzt nicht. Weil ich habe ja eh noch einen relativ großen Pile of Shame und er wird ja dann in dieser Zeit, wenn ich jetzt das Projekt starten würde, natürlich auch nicht kleiner. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, möchte ich halt immer noch so in gewisser Weise Balance aus neuen Spielen, wie jetzt halt Assassin's Creed Mirage oder halt sowas wie Bioshock, Alan Wake oder halt auch so ein Spiel wie Call of Cthulhu, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber sehr interessant aussah, mit euch weiter abhandeln. Deswegen muss ich da gucken, dass wir eine gesunde Mischung machen. Wenn es da nochmal ein neues Spiel gibt, was mich sehr interessiert, dass wir das dann machen. Ansonsten halt immer zwischendrin mit meinem Pile of Shame weitermachen. Oder halt mal, wie gesagt, so ein Nischenspiel, was man halt gar nicht auf dem Schirm hatte, wie Call of Cthulhu. Das habe ich gesehen, habe es im Sale mal gekauft gehabt und dann hat man das gespielt und das war ja auch erstaunlicherweise recht gut. Ja, aber wie gesagt, mein Pile of Shame ist nach wie vor immer noch ein sehr großes Projekt von mir, den möglichst gut abzuarbeiten und da sind auch noch relativ viele Spiele drauf und gefühlt werden es auch nicht weniger. Aber da erwartet uns gerade jetzt dann auch im neuen Jahr, wenn wir nicht sogar mittlerweile da schon sind, weiß man ja nicht, auch noch eine Menge. Und das auch auf verschiedensten Plattformen tatsächlich, weil ich bin... gibt auch einige PlayStation-Spiele, die wir dann noch nachholen müssen und auch einige Spiele auf der Xbox,
aber natürlich auch die ganzen neuen Spiele dann, die dann für PC und alles rauskommen. Werden wir nicht alle wahrscheinlich spielen, aber doch einige. Deswegen freue ich mich auch schon auf das neue Jahr mit vielen neuen Herausforderungen. Was das Spielejahr 2024 uns so bringt. Leider bringt es uns natürlich noch kein GTA 5. Das dauert noch ein ganzes Jahr. Aber auch da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich meine, nächstes Jahr kommen ja auch noch einige krasse Spiele dann. Und da freue ich mich dann auch schon auf einige tatsächlich. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich ungern die ganze Zeit irgendwas Belangloses erzählen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie fertig ich jetzt noch weiter erzählen. Ich meine, ich könnte jetzt auch die ganze Zeit hier sitzen, aber ich weiß nicht. Es ist dann doch ein bisschen schnell, ne? Aber wie gesagt, andernfalls noch eine komplette Stunde hier zu sitzen, oder fast eine komplette Stunde, ist ja dann auch irgendwie heftig, ne? Ich weiß nicht, kann man das noch so relativ gut lesen, wenn ich das jetzt einfach so durchlaufen lasse? Eigentlich ja nicht, ne? Das ist irgendwie doof, weil wie gesagt, normalerweise möchte ich auch jeden würdigen, der hier mitgearbeitet hat. Aber wie gesagt, jetzt noch eine komplette Stunde hier zu sitzen, dann ist es 16:30 und da habe ich jetzt auch nicht so Interesse dran, um ehrlich zu sein, weil ein bisschen Schlaf muss ich ja dann auch noch haben für Heiligabend. Und außerdem muss ich die Folgen ja dann möglichst bald auch schneiden, rendern und vor allem dann auch hochladen und die Thumbnails dafür machen, deswegen ne? muss ich gucken, dass ich jetzt hier so einen gesunden Mittelmix finde. Weil so ist eigentlich, wenn es ein Ticken schneller wäre wie das, dann wäre es okay. Aber so ist das eigentlich, weiß nicht, alles andere als gut. Ich wollte gerade sagen. Es ist halt heftig auch, wie viele Leute mittlerweile an so einem Spiel arbeiten. Gut, ich meine, wie gesagt, aus Gründen dessen, dass das ja für viele Sprachen übersetzt wird und dann weiß ich nicht, was noch alles. Sehen wir ja hier zum Beispiel, wie gesagt, gerade die Ukraine. Wir hatten vorhin hat man was mit Japan, hier haben wir Belgrade gerade, das ist auch gut. Natürlich Deutschland, Frankreich und weiß ich nicht, was noch alles. Deswegen, aber auch die Programmierung wird natürlich immer umfangreicher. Das brauche ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Man möchte ja auch ein möglichst bugfreies Spiel rausbringen. Wie gesagt, ich mache mal immer so einen gesunden Mittelweg, dass wir ein bisschen vorankommen, aber auch die Credits gut mitbekommen. Ja gut, mitbekommen ist halt schwierig, wenn das jetzt hier so schnell durchläuft. Aber auf YouTube gibt es ja glücklicherweise auch die Funktion, dass wenn man das sehen möchte, die Wiedergabegeschwindigkeit runterzustellen. Wie gesagt, ich könnte das Ganze darüber springen, aber ich finde dann doch, dass die Namen, selbst wenn wir sie so hier durchlaufen lassen, also vorgespult, dass sie durchlaufen sollten. Jeder Einzelne, wie gesagt, hat halt dazu beigetragen, dass wir dieses Spiel vorgefunden haben, was wir gemeinsam am Leben durften. In dieser Hinsicht, finde ich, gehört halt auch in gewisser Weise ein bisschen Dankbarkeit dazu. Naja, wahrscheinlich auch Jahre, beziehungsweise wahrscheinlich auf jeden Fall monatelange Arbeit, wenn nicht wahrscheinlich sogar wirklich jahrelange Arbeit in dem Spiel stecken. Und auch viele, viele Stunden Entwicklungszeit und Perfektionszeit.
natürlich dazugehörten. Sagt der Soundtrack ist halt auch richtig genial, ne? Auch schön, den zu hören. Tja, wie gesagt, ich denke, so langsam aber sicher ist dann auch alles soweit gesagt. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel erzählen, sondern einfach den Soundtrack spielen lassen, währenddessen wir die Namen noch lesen bzw. ein bisschen vorspulen können. Sind persönlich aber auch die längsten Credits, die ich überhaupt mal hatte. Das ist heftig. Ich würde wirklich mal interessieren, wie weit oder wie lange wir noch brauchen für die Credits. Wie gesagt, ist halt heftig. Aber wie gesagt, jeder einzelne Platz verdient, das kann ich glaube ich nicht oft genug erwähnen, weil man muss das ja auch alles dann doch sehr wertschätzen. Das Einzige, was mich jetzt gerade noch so ein bisschen immer gestört hat, ehrlich gesagt, ist, dass immer diese Ubisoft-Kerne-Herausforderung, dass man das nicht deaktivieren konnte. Das war immer so richtig penetrant im Bild. Ich weiß nicht, ich habe die Benachrichtigung von Ubisoft und alles eigentlich ausgemacht, aber nichtsdestotrotz kam das trotzdem jedes Mal. Das fand ich irgendwie, oder finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber gut. Ich glaube, ich kann gefühlt auch wieder eine eigene Folge dann mit den Credits nur wieder füllen. Oder für, ne, gut, ich werde eine Credits-Folge dann machen. Oh, das sieht dann gut nach Ende aus. Weil die ganzen Tools und die ganzen Programme und die ganz, was weiß ich nicht, die ganze Software und Lizenzen und weiß was ich nicht, was alles. Sieht ja schon nach Ende aus. Oh ja, Dolby Audio ist natürlich klar. Den dicke Digital Surround Sound 5.1.
Havok, Freetype, Jason von Modern, C++. Ach, guck mal einer an. MSI. Notufons? Notufons ist Open Source? Trademark auf Google? Wenn das ein Open Source-Dings für neue Schriftarten ist, da werde ich doch mal reinschauen müssen. Ich bin immer gerne offen für neue Schriftarten, die vielleicht auch zu zukünftigen Projekten passen. Haben es ja bald geschafft, weil es ist ja immerhin alphabetisch. Ah, wir sind schon bei Z. Wise, Zlib und ja, da unten steht's. Assassin's Creed Mirage, Copyright Ubisoft Entertainment 2023. Ja. Wie gesagt, das war Assassin's Creed Mirage. Kommt noch was? Ah. Ich glaube, es ist einfach nur, wo wir jetzt sind. Neues Spiel Plus oder New Game Plus. Glückwunsch zum Abschluss von Assassin's Creed Mirage. Auf dem Startbildschirm und im Menü ist nun Neues Spiel Plus verfügbar. Diese Option lässt sich das Spiel von vorn beginnen, wobei du deinen bisherigen Fortschritt behältst. Du kannst mit demselben Spielstand weiterspielen und neues Spiel Plus beginnen, sobald du bereit bist. Im neuen Spiel Plus erwarten dich exklusive Belohnungen. Ja, Hammer. Das war Assassin's Creed Mirage. Gut, wir könnten natürlich jetzt auch noch, weil das haben wir jetzt alles abgeschlossen, wir könnten uns noch um Darwishs Artefakte kümmern und die ganzen Nebenmissionen machen. Aber ich muss ehrlich sagen, nicht böse gemeint, aber ich würde es dann doch hierbei belassen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich bei jedem Einzelnen, der hier zugeschaut hat, recht herzlich bedanken. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann bei dem nächsten Projekt, bei dem Nachfolgerprojekt zu Assassin's Creed Mirage, wieder mit am Start seid. Es hat, wie gesagt, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Bewertung habe ich ja schon gesagt. Liegen wir bei einer 8,4, habe ich glaube gesagt. Oder 8,3? 8,3 oder 8,4? Wobei, wie gesagt, sagen wir einfach 8,4. Was, glaube ich, das bestbewertetste Spiel bei mir ist. Wenn nicht, doch müsste. Tja, um das Ganze jetzt dann doch mal zum Ende zu bringen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei dem Nachfolgerprojekt von Assassin's Creed Mirage. Aber bis dahin erstmal ciao.